Ich bin der Thomas von Petromax und ich stelle euch heute unsere Dieselhexe vor, den Magirus Deutz Modell Merkur. Viele fragen uns immer, Mensch, eure Dieselhexe sieht so gut aus. Wie alt ist denn eure Dieselhexe? Ist sie 10 Jahre alt? Ist sie 20 Jahre alt? Nein, unsere Dieselhexe ist sensationelle 55 Jahre bereits alt. Warum genießt du das Vertrauen, die Dieselhexe fahren zu dürfen? Ich glaube, das hat mehrere Hintergründe. Wie einige von uns Mitarbeitern hier war auch ich bei der Bundeswehr gewesen. Und ich war eine Einheit, die solche Fahrzeuge tatsächlich in Benutzung hatten. Und von daher weiß der Jonas, dass ich so ein Auto schon mal von innen gesehen habe. Und er gibt mir das Vertrauen, dass ich das Auto ordnungsgemäß bewege, weil es ist kein normales Autofahren, wie wir es kennen, sondern das ist ein bisschen anders. Aber dazu erzähle ich dir nachher mehr. Wie lange ist das Fahrzeug denn schon bei euch? Also ich kann es ja gar nicht genau sagen, da ich selber noch nicht so lange im Unternehmen bin. Aber ich meine, das Auto ist seit 2013 in Jonas seiner Hand. Sah nicht immer so schick aus, wie wir ihn jetzt hier sehen. Also ich kann euch sagen, dass Jonas das Auto optisch natürlich erstmal aufgewertet hat. Er hat diese super coolen Räder drauf gebaut. Das Fahrzeug wurde auch vom Fahrwerk leicht verändert. Es wurde ein bisschen höher gelegt, meine ich. Der Koffer, ihr seht es selber, wurde gebrandet im Petromax-Design. Und natürlich auch technisch wurde das Fahrzeug einmal durch die Werkstatt gegeben. Man kann eigentlich sagen, es wurde so general überholt. So sieht er aus. Also wenn du eben mal schauen magst, der Motor ist nicht ganz so klein bei unserem Deutz. Ne, wir haben hier einen Sechszylindermotor. Ne, viele kennen mal so einen Sechszylinder, aber das ist ein besonderer, weil der ist nämlich luftgekühlt. Demzufolge auch vom Sound her schon sehr geil. Ja. Aber man sollte ihn pflegen und auch beim Fahren darauf achten, dass er nicht unbedingt zu heiß wird. Das heißt, beim Fahren immer schön Temperatur kontrollieren. PS hat ja 130, sensationelle. Bergauf knapp 90 km/h und bergab auch 90, weil schneller fährt er nicht. Verbrauch? Ja, im Zeitalter der Umwelt muss ich leider sagen, er verbraucht 25 Liter auf 100 Kilometer, wenn man ihn sparsam fährt. Hier auch schön vorsichtig, weil Gummi und Gummi reißt sehr schnell. Und das wollen wir ja nicht. Wie ist es denn mit Ersatzteilen? Angenommen, es würde jetzt eins reißen. Also Ersatzteile, wir haben das große Glück, dass wir bei uns hier in Magdeburg tatsächlich einen Händler haben, der diese Fahrzeuge wartet. Wir kommen also demzufolge sehr gut an Ersatzteile ran, aber das A und O ist natürlich, das Fahrzeug so zu pflegen, dass wir erst gar keine Ersatzteile brauchen. Aber wenn wir denn doch mal was brauchen, sind wir hier in Magdeburg in guten Händen. Was ist die Verbindung zwischen Petromax und Deutzens? Ganz einfach, es ist unser Firmenmaskottchen, so hat alles angefangen. Unser Chef, der Jonas Taurek, ist, ich meine, er war ja 21, hat noch studiert, hat sich so ein Kindheitstraum kann man gar nicht sagen, sondern so einen kleinen Männer-Jugendtraum erfüllt, ist mit einem Kumpel quer durch die Wüste gefahren, genau mit so einem Modell, mit einem Magirus Deutz. Dieselhexe Nummer 1 hat es leider nicht ganz überlebt. Die ist vor Ort geblieben, weil sie leider durchgebrochen ist. Geh mal rein in die gute Stube. Erklär uns doch mal vielleicht mal. Caro, warum lachst du so? Das ist doch einfach rustikal geil. Okay, das Lenkrad ist klar. Lenker kennst du. Lenker erkenne ich noch. Schalthebel erkenne ich auch noch. Schalthebel kennst du, Tacho kennst du. Tacho kenne ich. Tacho kennst du. Handbremse sieht vielleicht in deinem Auto ein bisschen anders aus. Ne? Ist vielleicht ein Knopf oder hier so ein Hebel. Mhm. Ne? Wir haben hier noch ganz, ganz viele verrückte Gänge, womit du die Untersetzung zuschalten kannst, womit du den Allrad beeinflussen kannst, wo du noch Geländegänge beeinflussen kannst, weil das Auto ist so konzipiert, es gibt keine Straße, die du mit dem Auto nicht befahren kannst, weil das Ding fährt überall lang und hier sind deine Hilfsmittel, die du brauchst. Armaturenbrett, hier die Beleuchtung, ja? Ja. Denn natürlich die Leuchte für Anhänger, damit du weißt, dass das hinten blinkt. Ne, dann haben wir hier einen Drehzahlwächter, der dir öfters mal sagt, du möchtest vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Wir haben hier die Fernlichtkontrolle, auch in Blau.
ne, wie es in den Fahrzeugen heutzutage auch ist. Wir haben Nebelscheinwerfer. Ne? Wir haben eine Warnleuchte, wenn der Motor zu überhitzen droht. Aber wenn die Lampe leuchtet, hast du gepennt. Weil hier hast du nämlich die Anzeige, wie warm es unter der Haube ist. Ne? Und wir fahren immer im Waschgang Wolle. Und wenn das Fahrzeug heißer wird als Wolle, ja, dann solltest du vielleicht mal ihn abkühlen lassen. Ne? Und wenn er rausgeht aus Wolle, dann weißt du schon, jetzt könnte es ein bisschen heiß werden, weil Luft gekühlt, ne? Du hast halt keinen Kühler, wo Kühlwasser alles ein bisschen kalt hält, ne? Sondern du hast halt nur die Luft. Und wenn du im Stau stehst, dann hast du halt nichts, was das Auto kühlt. Ne? Und dann solltest du halt schon schauen, dass du irgendwie die Temperatur runterbekommst. Das beste Mittel dagegen ist fahren. Ansonsten hast du hier den Tank, hast noch eine Kontrollleuchte für den Nebenantrieb. Zündschlüssel sieht bei uns relativ einfach aus. Und tatsächlich lassen wir das Auto hiermit an. Da haben wir die Sicherung. Wir haben hier auch noch eine Temperaturanzeige. Wir haben hier eine Spannungskontrolle der Batterie. Ne? Und tatsächlich nachgerüstet, damit es nicht so langweilig wird, ein Radio. Und die Boxen dazu müssen aber ganz schön was können, oder? Schau mal, die sind über dir. Ich wollte gerade sagen, jetzt hörst du ja nichts. Und was auch ganz cool ist bei dem Auto, der Jonas hat ja auch eine Rückfahrkamera eingebaut. Ne, weil wenn du, natürlich musst du das Auto auch mal einparken und du hast vielleicht nicht immer einen zweiten Mann zur Hilfe. Du willst ja auch sehen, wo du lang fährst, weil wenn du nach hinten schaust, du siehst quasi nichts. Der USB-Anschluss, der ist auch nachgerüstet, ja. Weil du brauchst ja vielleicht auch mal ein Navi oder willst dein Telefon laden, ne? Damit du quasi ein bisschen Strom an Bord hast. Genau, was ist das da für eine rote? Die rote, das nee, hier? Die vorne vom Lenkrad. Die hier? Ja. Das ist tatsächlich für die Warnblinkanlage. Das rechts daneben? Das hier? Ja. Das ist die Belüftung der Scheibe, wenn du jetzt im Winter fährst, dass deine Scheibe von innen nicht vereist. Das ist auch cool, dass es einen Durchstieg hat. Ja. Vorne, hinten. Das stimmt, das stimmt. Es ist echt ganz praktisch. Man muss halt immer nur darauf achten, wenn es stark geregnet hat. Ihr seht hier, ne, hier sammelt sich immer das Wasser. Dann muss man das immer nach oben einmal rausschütten, ne, damit hier nicht so ein Sack entsteht. Eigentlich ist das Ding hier zu, ja, ne, und wurde aber aufgesägt. Ne, und dann hat man quasi diesen Sack da angebaut, dass man quasi eine dichte Verbindung von der Fahrerkabine nach hinten hat. Das heißt, wenn man durchs Gelände fährt, sollte man dann hier einen Finger dazwischen stecken? Nee, es bewegt sich tatsächlich, ja, genau. Aufpassen, einmal hier rein. Das ist der Koffer von unserem Deutz. Und ihr seht, es fehlt hier am nichts. Es sieht vielleicht alles ein bisschen älter aus und nicht mehr so modern wie bei einem aktuellen Camper aus dem Baujahr 2022. Aber auch wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben eine Spüle, wir haben ein super cooles Bett hinter dir, ne? Wir haben einen Kühlschrank hier drinne, wir haben eine Toilette drinne, ne? Wir haben Licht drinne, wir haben eine Standheizung drinne. Also es ist halt natürlich bei uns nicht alles permanent aufgebaut, ja, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn wir weitere Strecken fahren und wir haben das permanent hier alles hingestellt, ne? Das rumpelt und pumpelt halt hier überall hin und her, ne? Deswegen haben wir das immer in den Schubladen. Ne? Auch hier ist die Kühlbox drinne. Ja. Oh ja. Ist eine aktive Kühlbox, ne, von Vaeco. Ja. Die hält also auch ordentlich kalt. Genau, hier mit der Stromabteilung steuern wir hier, warte, lass mich kurz überlegen, die Standheizung. Ne, dann haben wir hier einen Schalter für unsere aktive Kühlbox, die wir im Auto haben. Und hier haben wir die Schalter fürs Licht und hier haben wir die Sicherung hinter. Na, und hier sehen wir halt immer die Überwachung der Bordspannung, ne, damit wir auch wissen, wie voll sind unsere Batterien, wann neigt es sich dem Ende, wann müssen wir geladen werden. Du hast deine vollwertige Matratze hinten drin, ne, da kannst du ganz bequem mit zwei Erwachsenen drauf pennen. Hier oben das Kinderbett. Ja. Ne, ist auch ganz cool. Auch mit Fenster hier hinten. Ist ja, cool. Ist mega. Ne, ansonsten hast du hier halt noch diese Staufächer, wo wir so ein bisschen Werkzeug halt drin haben. Alles, was man mal so braucht, wenn man liegen bleibt. Ne? WD-40-Spray, damit es nicht mehr quietscht. Ja. Ein Hammer. Ja. Denn auch den aktuellen Katalog, damit man mal weiß, was man sich als nächstes kaufen muss. Na, alles dabei. Ja, das ist hier, ja, das ist, glaube ich, leer. Und ja, hier so ein bisschen Warnweste, ja, okay. Klebeband, alles, was du halt mal gebrauchen könntest. Na, und hier ist eigentlich immer die Toilette drin, aber ich glaube, die ist jetzt nicht drin. Genau, da haben wir ja so ein kleines Katzenklo drin. Ja. Ne? Wo wir eben, wenn es mal schnell gehen muss, ne, dann kannst du eben, ja,
da mal reinpullern. Und da drüber, was ist da drin? Atago oder? Nee, im Schwarzen, in der schwarzen Tasche. Ach, im Schwarzen? Gut, das ist tatsächlich ein Atago, meine ich. Ja, oder? Weiß nicht, oder? Dutch Oven. Nein, wir schauen. Komm, wir machen mal auf. Das ist jetzt die Frage. Komm, wir schauen rein. Oh, wir haben beide verloren. Echt? Ja, weißt du, was da drin ist? Nee. Spannworte! Ja, die passen da auch gut rein. Die passen auch gut rein. Man weiß ja immer nie, was passiert und ja. Haben ist besser als brauchen. Und wenn du sowas dabei hast, es ist vielleicht sehr unwahrscheinlich, dass du mit diesem Auto mal irgendwo stecken bleibst. Ja. Aber wenn es doch mal passiert, hast du auf jeden Fall das passende Equipment, dass sich schon mal jemand rausziehen kann. Oder man mit diesem Auto jemand anders rausziehen kann. Oder man, sehr gut, Caro. Ja, oder man mit diesem Auto jemand anders rausziehen kann. Winde ist nicht drin dran. Er hat vorne noch einen Zweitmotor, aber ich meine, es ist keine Winde. Ja. Ja, ich kenne von Jonas ein Video, da hat er tatsächlich da so irgendwas drauf gegrillt, glaube ich. Also wie so ein Drehspieß und ich glaube, dafür hat das mal genutzt. Aber jetzt so eine Winde, wie wir sie kennen, hat er nicht. Schau mal, hier haben wir eigentlich nur noch mal den Zugang zum eigentlichen Koffer hinten zur Garage, wo wir halt immer alles so reintun, was wir brauchen. Wir haben jetzt hier die Gasflasche. Es ist so der klassische Kofferraum, wie ihn jeder aus dem Fahrzeug kennt. Du machst auf, stellst alles einmal rein, was du brauchst und machst die Tür wieder zu. Ich hoffe, es ist aufgeräumt. Ne? Es ist super aufgeräumt. Ja? Und da, wenn wir jetzt mit dem Fahrzeug unterwegs sind, hast du halt das Gepäck drin oder hast du Promomaterial drin oder mal noch eine Rampe oder ein Zelt oder was, Zubehör vom Tarp, Stangen, Heringe, was immer du halt auch mitnimmst. Ne? Ansonsten hast du hinten den Tritt, um aufs Dach zu kommen. Ja. Ersatzrad, Ösen, um vielleicht auch jemanden mal rausziehen zu können. Mit den Gurten. Mit den Gurten in der Tasche vom Atago verstaut. Ja, ja und hier, wie gesagt, Aufbewahrungsboxen, ne, wo du halt irgendein Gerödel denn immer reinmachst. Ne, alles, was du draußen im Kalten verstauen kannst, ne, da machst du halt hier rein. Ne, weil wir sind natürlich bemüht, alles, was dreckig ist, was ölig ist, was fettig ist, nicht unbedingt drinnen mitfahren zu lassen. Ne, wir gucken mal, was wir so drin haben. Grillzange brauchen wir immer mal. Ja, ganz wichtig, eine Fettpresse. Ja, das Auto hat ganz, ganz viele Schmiernippel. Ne? Und wenn es mal irgendwo drückt, quietscht und knatscht, können wir nachfetten. Auch immer gern gesehen. Ne? Und ansonsten haben wir noch ein bisschen Holz, Spanngurt, eine Verlängerungsschnur. Guck mal, was wir hinter der anderen Luke haben. Ja, wir haben hier ein bisschen Motorenöl. Das meine ich, ist tatsächlich der Schlauch, um den Kraftstoff umzupumpen. Und wir haben hier noch ein Radkreuz, falls man mal ein Rad wechseln muss, was ich aber nicht machen möchte. Technik! Die Rückseite vom... Die begeistert, genau. Ja. Das ist, wenn wir jetzt drinnen die Sitzbank hochmachen würden, würden wir wahrscheinlich von drinnen auf die Batterien schauen. Ja. Ne, und das ist einfach die andere Seite davon. Ne, Batterien kennt jeder. Wenn du den Motor nicht anhast und Strom brauchst, haben wir hier unsere Batterien, die den Koffer versorgen. Kühlschrank, Beleuchtung, USB-Stecker. Ja, das kommt alles von hier. Das Ding machst du rein, dann musst du ihn erstmal verdrehen. Dann machst du die Zündung an. Ja, schaust, dass der Gang raus ist. Ja, und dann geht's ans Vorglühen. 20 Sekunden. Ja, heute ist ein bisschen wärmer, könnte man vielleicht auch 15 machen, aber wir gönnen der alten Dame ruhig mal ein bisschen Temperatur. Dann haben wir hier so ein kleines Guckloch. Da ist ein Draht drin. Na, und wenn dieser Draht eigentlich rot anfängt mit Glühen, dann weißt du, du kannst starten. Das merkst du auch, wenn du da ein bisschen gegenfährst, das wird leicht warm. Ja? Und wenn es anfängt warm zu werden, dann kannst du dein Glück versuchen, was wir jetzt mal machen. Siehe da, die Lady läuft. Eine wichtige Anzeige ist der Öldruck, der sollte natürlich sofort da sein. Ne? Und die zweite wichtige Anzeige ist die Befüllung von dem Druckbehälter von der Bremse. Ihr seht, es geht hier hoch, weil erst ab ca. 6,5 Bar löst sich die Bremse und das Auto bläst einmal ab, was ihr gleich hört. Da war's. Okay. Und jetzt sind wir schon ready to go. Das heißt, ohne dieses kann man nicht fahren? Nein, weil die Backen, die sind angelegt, ne? Und erst mit, wenn sich der Druck aufbaut, lösen sich die Backen von der Bremse. Ne? Sonst könntest du nicht losfahren, Handbremse lösen, Gang rein.
Und los geht's. Man muss hier sich etwas anstrengen. Und das bei 30 Grad. Und das bei. Und hier wird gelacht. Und das bei gefühlten 80 Grad. So. Fahren wir los. Die auch total geil. Die Sitze, muss ich noch dazu sagen, sind nicht die originalen Sitze. Original kommt tatsächlich das Auto mit Holzbänken. Ja, ihr habt richtig gehört, Holzbänken. Aber der Jonas hat sich gedacht, wenn wir mit dem Auto zum Messen fahren und ein bisschen weiterfahren, sind da geile Luftsitze drin. Wie du merkst. Ja. Ja, genau, das ist die Messehupe. Und das hier und die normale Hupe wäre die hier. Ja? Okay. Dann seht ihr jetzt gleich eine kleine Besonderheit bei dem Auto. Wir hatten ja gesagt, 7,2 Liter Hubraum, 6 Zylinder luftgekühlt und unsynchronisiertes Getriebe. Das heißt, beim Hochschalten doppelt kuppeln. 1, 2. Sonst geht der Gang nicht rein. So, fertig. Kann man den, wenn man jetzt die technische Kenntnis hat, kann man den mit einem alten Führerschein fahren? Also du brauchst einen LKW-Führerschein. Also ich glaube, ab Werk hat das Fahrzeug ein Gewicht von 10 Tonnen, sodass du ihn mit dem normalen alten PKW-Führerschein nicht fahren könntest. Aber gerade weil das Auto auch viel auf Messen geht, hat Jonas den technisch ablassen lassen auf 7,5 Tonnen. Ist also mit dem alten Führerschein Klasse 3 fahrbar. Beim Runterschalten brauchst du Zwischengas, sonst kriegst du den Gang nicht rein. Es gibt auch nur zwei Geschwindigkeitsbereiche, in denen du schalten kannst. Okay. Wenn du die verpasst, zu verloren. Das ist genau das, was das Auto ausmacht. Es macht einfach Spaß, ein Auto zu fahren, was nicht nur elektrisch ist, wo du nicht nur auf den Knopf drückst, sondern wo du noch lenken musst, wo du wirklich noch richtig schalten musst. Das ist einfach geil. Geschwindigkeitsbereich zum Runterschalten von 5 auf 4 sind ca. 45 km/h. Und dann kriegst du auch den Gang rein. So, von 4 auf 3 bei ca. 25 km/h. Wenn man sie jetzt mal in echt sehen will, wo würde man euch finden mit der? Geht einfach auf unsere Webseite. Da schreiben wir auch, auf welchen Events wir sind. Auch auf Social Media, Facebook, Instagram, wo wir überall vertreten sind. Wir kündigen uns rechtzeitig an, auf welchen Events wir vertreten sind. Und da haben wir denn den Deutz dabei oder generell ein Showfahrzeug von uns dabei. Das Auto steht hier bei uns in Magdeburg. Ja, was wir nicht machen können, ist, dass uns jeden Tag 25 Leute anrufen und fragen, ob wir mit denen einmal fahren können. Das geht nicht. Ne? Aber wenn ihr auf der Messe kommt, könnt uns Fragen stellen, ne, zu dem Deutz. Wir erklären euch alles.